Okay, also wir probieren jetzt mal eine rohe Currywurst. Lass mich mal daran. Wozu hast du die Zange? Ach, ich Idiot. Soll ich auch die Zange? Und jetzt Curry. Popo klopfen, ne? Ja, richtig. So, wie du gesagt hast, Popo klopfen. Wollen wir den Kunden mal einen Streich spielen und ihnen so einen rohe Currywurst geben und gucken, wie sie reagieren? Ja. So einem Stammkunden, der eh immer kommt. Oder ja. So ein dicker Sack, wo man sagt, der muss sich das eh gleich mal abgewöhnen. Currywurst ohne Darm, bleib ohne Darm. Okay, Vera, der Kunde möchte jetzt eine Currywurst ohne Darm. Ich bringe ihm jetzt mal ein Bier und gucke, wie er reagiert, okay? Ja. So, bitteschön. Wie macht denn das, Vera? 1,25 und 1,25. Mach du das mal. Aber was ich nicht verstehe, wenn die jetzt so liegen, ne? So müsste man so rollen. Zugemacht, Vera. Ach so. Vera hat zugemacht. Sie wird auch kalt, die Wurst. Und der wüsste was? Der wüsste. Ja. Schmeckt gut? Ach, du hast die Bulette ja noch gar nicht gegessen. Sie haben die Bulette noch gar nicht gegessen. Sie haben ja bisher nur die Wurst gegessen, nicht? So. Ja. Nachher mehr. Aber die Wurst war gut. Die Wurst war super, wie immer. Wie immer toll. Vera? Ja. Der Kunde hat die Wurst gegessen und er sagt, sie sei wie immer toll. Ja. Und von der Temperatur her? Reicht, ne? Super. Also warme Wurst. War eine gute warme Wurst, oder? Ja. Wie viel davon? Ja. So? Nur die Bulette, ist die auch warm genug? Da gab es einen Unterschied mit Temperatur von Wurst zu Bulette. Nee, war beides gleich. Nora! Nora ist ja hier! Nora! Schrei mich nicht so an. Nee, du musst Pommes dazu machen. Ich schrei nicht an, ich ruf dich, weil du wieder weg bist. Du hast das völlig falsch gemacht. Wie machst du denn jetzt eigentlich? Ich hab das alles richtig gemacht. Was? Wenn ich davon mag? Nein. Kein machst Henne? Du bei allen das gleiche wieder fertig? Ich mach die alle fertig. Mach die alle fertig, mach ich euch. Mit Zwiebeln. Scheiße. So eine Scheiße. Das ist der erste Tag heute. Er lernt doch erst. 50, 9, 10. Wo hast du da gerechnet? Gar nicht. Das stimmt. Das war auch ganz schwer, oder? Was ist denn mit dir los hier? Ich bin freundlich, dass du was zu essen hast. Was meines. Nein, ich hätte gerne eine Portion Pommes. Mehr nicht? Oh, das war nicht das Kleine. Das mach ich. Ich hab noch nie Pommes gemacht. Nein. Was? Nein? Nein. Okay, hier, mein Lieber, das sind 5, die du mir gegeben hast. Jetzt gebe ich dir 4 zurück. Verscheiße mich nicht. Ja, 9 kriege ich da wieder. Nee, das sind 5. Ja, und 4 machen 9. Mach weg! Verstehe ich nicht. Mach weg, nicht weiter diskutieren drüber. Willst du es wohl verarschen, was? Ich hab's mal versucht. Hallo, grüß dich. Also einmal Curry mit Mayo und Pommes. Curry mit Mayo? Das können wir. Okay. Mit Darm oder ohne? Mit Darm oder ohne? Hä? Mit Darm oder ohne? Ohne. Was hast du für ein Dispo? Was kriegst du denn im Monat? Ich glaube, das interessiert dich nicht. Doch, das hätte ich ja nicht gefragt. Hä? Doch, Mayo. Was geben die? Die Deutsche Bank ist ja sehr knickerig mit Dispo, ne? Also die machen ja schnell einfach mal Schicht auch und du musst nachweisen. Ja, wo sind denn die Pommes? Nicht mit den Händen in den Haaren. Ach so, aber ich sollte doch mit ihm reden, hast du doch gesagt. Nein, aber nicht so indiskret. Das lasst aber er, du hast gesagt, ich sollte mit ihm reden. Ja, aber nicht mit den Händen in den Haaren. Ach so. Also wie viel ist jetzt der Dispo? Sorry, ich hatte nicht die Woche, dass ich auf dauernd Bock habe, okay? Also nicht die Woche. Christian, sei ruhig, ich mach das jetzt. Ich kann das nicht. Aber er hat Schnauze zu mir gesagt. Das muss ich mir auch nicht gefallen lassen. Aber du bist nur weil ich Pommes ausgebe. Du musst mir doch aber eine Schnauze sagen zu mir, oder? Noch ein bisschen Ketchup drauf. Nur weil er nicht die Woche gehabt hat. Ich habe auch keine gute Woche gehabt. Und? Jetzt bitte ruhig. Ja, was? Ich sag doch nicht Schnauze, deshalb zum Menschen, weil ich keine gute Woche gehabt habe. Nora. Ich hab da wirklich keine Lust darauf, Nora. Nur weil ich eine schlechte Woche hatte, muss ich doch nicht mehr mir von Leuten Schnauze anhören. Hab den Kunden nicht beleidigt. Vera hat zu mir gesagt, ich sollte dem Kunden reden. Ja, du solltest aber nicht mit ihm indiskret über seinen Dispo reden. Dann fragte ich ihn, was er für einen Dispo-Kredit bei der Bank hat. Dann sagt er zu mir, Schnauze. Dann bin ich ausfallend geworden, oder Vera? Das ist ein komischer Name. Moni oder Melli? Hallo! Hallo! Moni oder Melli, bitte mal kommen. Moni oder Melli? Was ich mich ja viel mehr frage, wo ist Melli? Ja. Melli, Moni, ihr müsst rüber. Ihr müsst, hä? Rüber. Ihr müsst rüber, da hier der Vera ruft und schreit schon nach euch. Wir müssen die Abrechnung machen. Ich muss bald los. Vera? Und die Vera ist ganz aufgeregt. Moni! Ja. Oh Gott, die Wurst ist ja... Tut mir leid, ja. Wo ist denn der Hund? Nun bin ich hier ganz allein. Nora! Vera! Vera, Nora! Nora!
Vera! Vera, Nora! Vera, komm jetzt! Ich bin doch ganz allein hier jetzt! Vera! So, nun stellen wir uns mal hier schön, dass wir eine, eine schöne Kulisse haben. Hier. Es ist Chris, Vera! Nein, Vera muss hier, Vera! Wo läufst du hin jetzt, Vera? Nora! Vera! Och, Moni, lass die Vera doch mal! Moni! Nein! Wohin läufst du denn jetzt, Vera? Wohin läufst du denn? Nein! Wohin läufst du denn, Vera? Kann ich jetzt nicht sagen. Vera! So, pass auf! Moni! 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 Vera und Melli! Lass du das mal bitte, Melli! Was soll sie denn Melli sagen jetzt, nicht Vera? Ich wollte nicht die Frau anschreien, die das Messer hat. Also, Vera, nur mal endgültig. Jetzt haben wir hier bei dir den ganzen Tag gearbeitet, Nora, Tschirner und ich. Und wir möchten jetzt gerne von dir wissen, wer denn nun der beste Curry 36-Vertreter war. Also, kann man nicht sagen, waren eigentlich beide sehr gut. Okay, dann unentschieden. Toll. Moment, der Satz ging noch weiter. Aber? Ja, richtig, aber. du passt sehr gut in die Nachmittagsschicht. Du passt eigentlich ganz gut in die Vormittagsschicht. Weil vormittags nicht so viel los ist, ne? Nee. Wir haben Vormittag und Nachmittag eigentlich gleich viel zu tun. Und wieso passt Nora mehr besser in die Vormittagsschicht? Da sind mehr Männer. Die hat mir, wenn hat mir Spaß gemacht. Oder so. Alles Gute, Vera, ne? Viel Spaß auch, ja? Mach's gut. Ja, mach's gut. Warte, du gehst weil ich muss echt los jetzt. Ich muss los. Was jetzt? Ich habe noch eine Verabredung. Was sind wir Wenn du beruflich. Wenn du über das Minuskonto reden kannst, dann kannst du uns so sagen, was du für eine Verabredung hast. Nee, nur beruflich. Ich treffe mich mit einer Firma. Wie uncool. Ja, ja. Du musst halt arbeiten. Also, tschüss. Wie uncool. Was ist echt los jetzt? Was willst du denn machen? Los. Was denn? Nee, ich hab ein Gespräch, ein geschäftliches Gespräch. Was los jetzt? Nora, Vera! Ja? Dann weg, ne? Ja, mach's mal gut, ne? Ja, mach's besser, ne? Mach's gut, ne? Nein, du wolltest mir T-Shirt lassen, dass ich sie waschen kann. Ich wasch das selbst zu Hause, ich bin ein Mann. Ja, ich mach's so gut. Tschüss! Wirklich, jetzt langsam los.